Hallo und willkommen bei WatchMaxis Podcast. Die Themen, die ich mir heute vorgenommen habe, sind zwei Schwerpunktthemen. Zum einen soll es um das ganze Thema Made In gehen, wo wird produziert, Vor- und Nachteile, was bedeutet das für die Uhr, was bedeutet das für die Uhrenindustrie, für die Marke, für die Wertschöpfung, für die Qualität, alles, was in diesen Bereich fällt. Und mein zweites Thema soll sein, die neuen Uhrwerke, die Sinn-Spezialuhren seit einiger Zeit in ihren Uhren verbaut, namentlich die La Jouperet-Werke in den Chronographen, also die neuen Schaltrad-Chronographen-Werke. Vor einiger Zeit habe ich auf meinem YouTube-Kanal im Community-Tab eine Abstimmung gestartet und wollte von euch wissen, ob ihr Interesse an einem Podcast habt, und das Ergebnis war relativ eindeutig. Ungefähr 2/3 der Antworten gingen pro Podcast und 1/3 war nicht so begeistert. Also werde ich heute meinen ersten Podcast aufnehmen. Mein Plan ist es, einmal pro Monat einen Podcast zu machen, denn mein Kanal soll grundsätzlich weiterhin ein bebilderter Videokanal bleiben. Das ist nur so eine Art Zusatzservice. Fangen wir an mit dem Thema Made in, beziehungsweise wo wird produziert. Wie ihr wisst, geht es bei meinem YouTube-Kanal um Uhrenmarken aus Deutschland, und das habe ich ganz bewusst so formuliert, denn mir geht es nicht darum, dass in Deutschland produziert wird oder auf den Uhren hergestellt in Deutschland steht oder Made in Deutschland, sondern dass die Marke, die Firma in Deutschland sitzt. Das hat auch einen Hintergrund, weil ich zu dem Label Made in Germany ein, wie soll ich sagen, relativ zwiegespaltenes Verhältnis habe. Ich habe speziell über dieses Thema auch schon einmal ein ausführliches Video gemacht, was ich euch oben rechts in der Infobox dieses Podcasts auf YouTube verlinke. In diesem Video habe ich die Urteile, die Gesetzesgrundlagen, alles sehr detailliert auseinandergenommen. Die Quintessenz des ganzen Themas Made in Germany ist, dass das juristisch nicht wirklich genau definiert ist, sondern notgedrungen relativ schwammig formuliert, weil es eben alle Produkte abdecken soll, und dementsprechend muss die Definition sehr allgemein gehalten sein. Und wenn es um das Thema Made in Germany geht, um dieses Label vergeben zu dürfen, muss, und jetzt zitiere ich aus dem Gedächtnis, der für den Charakter, die Identität des Produktes maßgeblichen Verarbeitungsschritte und maßgeblichen Komponenten in Deutschland hergestellt sein, und in Deutschland muss eine Wertschöpfung von mindestens 45% stattfinden. Konkret für Uhren bedeutet das aber, dass das Uhrwerk isoliert betrachtet ganz offensichtlich keine wesentliche Komponente darstellt, denn auch Uhren mit Schweizer Uhrwerk können problemlos Made in Germany gelabelt werden. Uhren, die ein Gehäuse aus dem asiatischen Raum haben, und Saphirgläser, die ebenfalls nicht in Deutschland hergestellt wurden, können ebenfalls problemlos den Qualitätsgütestandard in Anführungsstrichen Made in Germany erfüllen. Das heißt, der letzte Verarbeitungsschritt, der Zusammenbau, die Qualitätskontrolle, wenn das in Deutschland erfolgt und gegebenenfalls noch eine Finisierung erfolgt, eine Verfeinerung, ein Umschliff des Gehäuses, eine Politur, eine Verzierung des Werkes, dann wird auch je nach Einkaufspreis der Komponenten relativ schnell die Wertschöpfung von 45% erreicht. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass genau dieser Punkt, der Zusammenbau der Uhr und die damit verbundene Übernahme der Verantwortung für das Endprodukt, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind. Man kann sowohl aus dem Ausland gute Qualität in den Komponenten einkaufen, und ebenso kann man
in Deutschland schlechte Qualität produzieren. Das heißt, der Produktionsort der einzelnen Komponenten, insbesondere in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, ist für mich nicht mehr so elementar wichtig wie die Frage, wer übernimmt letztendlich die Verantwortung für das Produkt? Wer steht hinter dem Produkt? Wer bietet die Gewährleistung? Wer ist mein Ansprechpartner? Welchem Recht beuge ich mich? Nach welchem Recht wird die gesetzliche Gewährleistung geleistet? Wo kann ich eine Garantie einfordern? Und wie erreiche ich meine Ansprechpartner? Und das sehe ich bei Marken aus Deutschland, selbst wenn sie nicht Made in Germany gelabelt sind, als großen Vorteil für mein persönliches Einkaufsverhalten. Selbstverständlich gibt es auch in Deutschland Marken, die in Deutschland ansässig sind und, ich will es mal sagen, Uhren zu einem nominell günstigen Preis verkaufen, die dennoch überteuert sind. Das gibt es auch. Das wird sich auch niemals wirklich verhindern lassen. Aber allein die Tatsache, dass ich selbst in diesem Fall einen Ansprechpartner vor Ort habe, der eine 6-monatige Gewährleistung liefern muss. Ich muss die Uhr nicht nach China oder Singapur oder sonst wohin schicken, wenn etwas damit ist. Allein das ist für mich persönlich ein Vorteil. Dazu kommt, dass nach meiner Erfahrung und meiner Wahrnehmung der Großteil der in Deutschland ansässigen Uhrenfirmen, ob jetzt Made in Germany, hergestellt in Deutschland, hergestellt in Frankfurt oder Swiss Made oder auch gar nichts auf dem Ziffernblatt steht, sehr viel Wert darauf legen, diesen Firmensitz in Deutschland nicht dadurch zu verwässern, dass sie wirklich extrem minderwertige Qualität vermarkten oder aber einen nicht existenten Service oder eine Nicht-Erreichbarkeit oder sonst irgendwas an den Tag legen. Deshalb finde ich persönlich die Wahrnehmung der Firma, den Firmensitz, die Erreichbarkeit der Firma und die Übernahme der Verantwortung für das Produkt viel wichtiger als das Erfüllen eines nominellen Standards, der sich in Zahlen gemessen nur an der Wertschöpfung orientiert, die durch Verfeinerung, Politur und Zusammenbau erreicht werden kann. Das ist der Grund, weswegen ich mich auf Marken aus Deutschland konzentriere und nicht auf hergestellt in Deutschland. Würde mich interessieren, ob ihr dem Gedankengang folgen könnt, wie ihr das seht, ob ihr da gegebenenfalls eine abweichende Meinung habt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, denn das ist ein Thema, was die Sammler und die Community ganz offensichtlich doch ziemlich bewegt. Und das ist mein Statement zu dieser Sache. Der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist etwas konkreter und nicht so allgemein wie hergestellt in Deutschland. Es geht um die Firma Sinn Spezialuhren. Die Firma Sinn Spezialuhren hat vor einiger Zeit begonnen, neue Chronographenwerke in ihren Uhren zu verbauen. Die erste Uhr, bei der mir das aufgefallen war, war die 903 ST. Dort war plötzlich ein Schaltrad-Chronograph verbaut der Marke La Jouperet. La Jouperet war mir nicht wirklich ein Begriff und auch in Foren, im Austausch mit anderen Sammlern stellte sich heraus, dass viele mit dem Begriff und der Marke nicht so richtig viel anfangen konnten. Also bin ich mal ein kleines bisschen ins Internet eingestiegen, habe in verschiedenen Quellen nachgelesen und muss ganz ehrlich sagen, dass die Geschichte dieser Marke, sowohl was die Historie als auch die Gegenwart betrifft, sehr interessant ist. La Jouperet ist die Nachfolgefirma der in den 90er Jahren nach dem Firmengründer geschrieben J-A-Q-U-E-T benannten Firma, die sich auf den Umbau von Ether-Werken, auf die Veredelung von Ether-Werken sowie auf die Entwicklung eigener Komponenten und Tourbillons spezialisiert hatte. Das ist die Ursprungsfirma, der Ursprung der Marke La Jouperet. Es gab Kooperationen mit Hublot und anderen und
Anfangs der 2000er Jahre hatte die Firma einen Umsatz in Schweizer Franken von 22 Millionen. Das ist eine richtige Hausnummer und ein wirkliches breites Brett in der Uhrenindustrie, da es sich hierbei ausschließlich um qualitativ hochwertige Uhrwerke handelte und nicht um ganze Uhren. Allerdings kam dann 2003 ein Bruch in der Entwicklung, der in der Uhrenwelt bekannt wurde als die Jacques Affair. Und zwar hat der Inhaber der Firma zusammen mit mindestens 12 anderen Managern unterschiedlicher Firmen wie zum Beispiel Mirando oder auch Ulysse Nardin angefangen, Uhren, Fakes und Fälschungen herzustellen. Dafür wurden zum Teil aus den Firmen Originalkomponenten gestohlen oder auch nachgebaut. Die Uhren waren qualitativ hochwertig, aber eben gefälscht. Das Ganze ist 2003 dann offensichtlich aufgefallen und 2008 hat es Urteile gegeben mit Gefängnisstrafen zwischen 3,5 und 9 Jahren. Also langjährige Haftstrafen sowie ein Schadenersatz in Höhe von 750.000 Schweizer Franken beinhalten das Urteil. Nach diesem Skandal und nach der erstmaligen Untersuchungshaft wurde im Jahre 2003 oder 2004 die Firma umfirmiert in La Jouperie, weil der ursprüngliche Name mit dieser Fälschungsaffäre zu stark verbunden war und damit auch nicht mehr gut vermarktbar war. Nach der Umbenennung wurde im Jahre 2004 oder 2005, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Gründer Jacques ausbezahlt zu einem hohen Preis. Man munkelt etwas in der Größenordnung von 11 Millionen. Und die gesamte Firmenorganisation wurde umstrukturiert unter dem neuen Eigentümer Prother Holding. Und Prother Holding hat dann angefangen, sich wieder auf die reine Werksentwicklung, Verfeinerung und den Ausbau, Aufbau und Einbau von Edelkomponenten zu konzentrieren. Und es gab Kooperationen auf der Werkseite mit Selita. Auf der Abnehmerseite stehen bekannte und namhafte und qualitativ hochwertige Namen oder Gruppen wie LVHM oder TAG Heuer oder Hublot. Alles das deutet darauf hin, dass die Werke nicht nur gut sind, sondern auch edel genug, um in wirklichen Nobeluhren ihren Platz zu finden. Es wurde sogar ein altes Arthur-Schildwerk neu gebaut, und zwar nach den alten Spezifikationen und den alten Aufbauplänen wurde das AS 5008 als La Jouperie 5800 bzw. später 5900 neu gebaut, und dieses Werk ist nach meinen Unterlagen zu finden in der Sinn-Finanzplatzuhr 6066 oder aber auch der Oris Atelier Alarm. Im Jahre 2012 wurde La Jouperie aufgekauft, beziehungsweise die Prother Holding wurde aufgekauft und damit natürlich auch die dazugehörigen Firmen wie La Jouperie durch Citizen, was bedeutet, dass in letzter Konsequenz La Jouperie über die Prother Holding jetzt zur Citizen Group gehört und damit in japanischer Hand ist. Sinn baut aktuell in verschiedene Uhren die Schaltrad-Chronographen-Kaliber von La Jouperie ein. Wir haben die 903 STSA in der 910 SRS beziehungsweise auch der 910 Jubiläum mit dem Schleppzeigerchronographen ist ebenfalls ein Säulenradwerk verbaut. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei auch um ein La Jouperie-Werk handelt. Und auch die 103 T-Diapal beziehungsweise die 103 ST-Diapal sind aktuell mit den La Jouperie-Werken bestückt.
Das deutet für mich darauf hin, dass Sinn auf der einen Seite die Werkslieferanten diversifiziert, sich breiter aufstellt, und es zeigt mir auch, dass die Werke attraktiv sind. Ich finde sie optisch sehr schön, sie passen sehr gut zu den Uhren. Ich selber habe eine 910 SRS und kann über das Werk in keinster Weise irgendetwas Negatives sagen, muss aber gestehen, dass mir aktuell noch die Langzeiterfahrung fehlt, sodass ich vielleicht in einem oder zwei Jahren auch sagen kann, wie sich das Werk über die Zeit geschlagen hat. Aktuell kann ich sagen, diese Uhr ist eine meiner genauestgehenden Uhren. Der Druckpunkt der Drücker ist super angenehm und die Optik mit dem Säulenrad im Werk ist außergewöhnlich und für mich sehr ansprechend. Ja, das war mein erster Podcast. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn es grottig war, dann schreibt es bitte auch rein, dann mache ich es nie wieder. War jetzt ein Versuch und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu kommentiert.